Hey Leute, nun ist es endlich soweit. Das Smartphone, das für die meisten Furore gesorgt hat, ist endlich erhältlich. Ich rede hier vom OnePlus 7, aber vor allem auch vom OnePlus 7 Pro. Und ich wurde eingeladen und konnte bereits vor Marktstart ein paar Stunden mit dem Smartphone verbringen. Meine Eindrücke erfahrt ihr also in diesem Video. Viel Spaß! Ein kurzer Hinweis vorneweg, denn in nächster Zeit werden viele Videos zum OnePlus 7 Pro kommen, beispielsweise Kameravergleiche oder auch ein Vergleich zum Galaxy S10 Plus und natürlich auch zum iPhone. Falls ihr solche Videos nicht verpassen möchtet, abonniert den Kanal, weil dann sehen wir es auch im nächsten Video. Das Design erinnert auf jeden Fall an die Vorgänger mit einem schlichten Design und den Kameras in der Mitte. Es gibt aber coole neue Farben. Zum einen wäre da einmal Nebula Blue, dazu ein schlichtes Mirror Grey und dazu eine komplett neue Farbe mit dem Namen Almond. Zum Start verfügbar werden aber nur die blaue und graue Version sein. Almond gibt es dann wohl ab Juni. Besonders gut gefallen hat mir das blaue, weil da ein Farbverlauf zu sehen ist, vom dunklen Schwarz ins tiefe Blau. OnePlus hat es auch geschafft, die Zertifizierung auf der Rückseite so schlicht zu machen, dass man es kaum noch sieht, und das sieht einfach toll aus. Es gibt aber eine Menge an cooler Neuigkeiten und trotz des riesigen Akkus, über den ich gleich noch mehr reden werde, liegt das Smartphone gut in der Hand. Das Display auf der Vorderseite beim 7 Pro ist 6,67 Zoll groß, damit sticht das auch das Galaxy S10 Plus aus und hat auch endlich eine Quad HD Plus Auflösung mit 516 ppi. Es hat auch zudem ein A+ Rating und ich kann hier nur für mich sprechen, denn das Display sieht phänomenal gut aus. Das normale hat dagegen ein OnePlus typisches Full HD Plus Display in 6,41 Zoll. Beide Smartphones bieten wieder den Fingerabdrucksensor im Display an, jedoch hat sich da im Vergleich zum Vorgänger die Fläche für den Finger etwas vergrößert. Nicht nur in der Größe unterscheiden sich die beiden Smartphones, denn die Frontkamera beim normalen OnePlus 7 ist in der Mitte als Wassertropfen-Notch positioniert, doch das 7 Pro besteht praktisch nur aus Display. Hier gibt es nun eine Kamera, die sich im Gerät versteckt und immer wenn man auf die Frontkamera wechselt, automatisch ausfährt. Das sieht nicht nur futuristisch aus, sondern hat viele Vorteile, denn dadurch bekommt man noch viel mehr Display. OnePlus hat das bis mehrere hunderttausend Mal getestet, außerdem gibt es dadurch mehr Platz für einen Lautsprecher, wobei es sogar zwei gibt, denn sowohl das OnePlus 7 als auch das 7 Pro kommen mit Stereo-Lautsprechern. Im Inneren gibt es, naja, nur mal ebenso das schnellste und beste, was es auf dem Smartphone-Markt gibt. 12 GB Arbeitsspeicher, dazu noch 256 GB internen Speicher und das kommt auch noch mit Qualcomms Snapdragon 855, also dem schnellsten aktuell verfügbaren Prozessor und auch noch Adreno 640 mit dem besten Grafikchip. Also auf dem Papier auf jeden Fall das schnellste und beste Smartphone. Wasserfest ist es übrigens auch noch, naja, so wurde es mir auf jeden Fall gesagt, allerdings ist das noch ohne IP-Zertifizierung. Mir wurde aber wirklich von OnePlus direkt versichert, dass es auf jeden Fall alltägliches Wasser aushaltet. Ihr solltet damit nicht ins Freibad gehen, um extra unter Wasser Fotos zu machen, aber selbst mit der herausfahrbaren Kamera ist es definitiv wasserdicht. Apropos Kamera, weil jetzt wird es richtig spannend. Beim Pro-Modell gibt es, wie 2019 bei jedem Smartphone üblich, eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 2,2 Blende und zweitens ein neuer und vielleicht sogar der beste 48 Megapixel Hauptsensor mit 1,6er Blende und optischer Bildstabilisierung. Dazu eine Dreifach-Zoom-Kamera mit 8 Megapixel und 2,2er Blende. Dazu gibt es eine Menge an Spielereien mit Nachtmodus, einem neuen Ultra-Shot-Modus und sogar Google Lens-Integration. Also genug für ein eigenes Video. Der Akku hat beim OnePlus 7 3700 mAh mit Fast Charging und beim 7 Pro sogar 4000 mAh, dazu sogar noch Warp Charge Technologie. Es fehlt zwar Wireless Charging, doch bei der Geschwindigkeit, also in ca. 30 Minuten bis zur Hälfte vollladen, braucht man wohl nichts mehr. Preislich liegt das, naja, je nachdem welches Modell man nimmt, gut und gerne 400 Euro unter der Konkurrenz. Also im Vergleich zum iPhone beispielsweise ist das deutlich günstiger. Wenn man auch in Betracht zieht, dass es wirklich das neueste, schnellste Smartphone auf dem Markt ist, ist es natürlich für die meisten von euch super interessant. Mich würde jetzt an der Stelle natürlich interessieren, welches Feature euch am besten gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dahin. See ya.
Das ist halt von Maslow.